Wenn sich die Wege trennen, ist das für Unternehmen oft mit einem großen Verlust verbunden. Nutzt den Abschied als Gelegenheit, euer Image durch ein geregeltes Offboarding zu stärken. Ich bin Nicole von Factorial und heute erkläre ich euch, warum ein reibungsloses Offboarding so wichtig ist. Willkommen bei HR Kompakt. Der letzte Eindruck zählt. Daher sollte man sich immer unter den besten Voraussetzungen trennen. Sorgt dafür, dass sich Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen, wertgeschätzt und respektiert fühlen. Ohne einen gut strukturierten Offboarding-Prozess können die anfallenden Kosten schnell mal aus dem Ruder laufen. Dazu zählen zum Beispiel Zahlungen von Leistungen an Mitarbeitende, die eigentlich gar nicht mehr im Unternehmen beschäftigt sind, oder auch unverhältnismäßig hohe Abfindungen. Die korrekte Handhabung rechtlicher Angelegenheiten, wie zum Beispiel, dass man die Kündigungsfrist einhält, hilft dabei, dass man Rechtsstreitigkeiten mit den Mitarbeitenden vorbeugen kann. Und das hilft dabei, den Abschied so angenehm und positiv wie möglich zu gestalten. Ehemalige Mitarbeitende können das nötige Know-how liefern. Nutzt also Exit-Interviews, um Verbesserungsvorschläge zu sammeln und auch herauszufinden, wo eure Stärken oder Schwächen liegen. Es ist also wichtig, den Austrittsprozess so zu gestalten, dass das Teammitglied das Unternehmen auf jeden Fall so positiv wie möglich in Erinnerung behält. Stichwort Employer Branding. Offboarding ist also fester Bestandteil der Employee Experience. Jetzt wisst ihr, warum ein Offboarding so wichtig ist. Wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, habe ich euch hier unten in der Beschreibung des Videos ein paar sinnvolle Links noch mit dazu gepackt. Und ansonsten vergesst nicht, ein Like da zu lassen, wie immer, und unseren Kanal zu abonnieren.